So, es ist jetzt auch schon 19 Uhr, ne? Dann legen wir jetzt los. The Last of Us Part 2. Es geht genau da weiter, wo die letzte Folge aufgehört hat, die heute um 8 Uhr morgens online gegangen ist. Wir sind quasi auf den Spuren der Mörder von Joel, um uns zu rächen. Das ist aktuell der Plan. Fotomodus verlassen. Okay. Verschlossen. Das allein finde ich schon cool, dass das geht, ehrlich gesagt. Einfach Scheiben einschlagen. Ich finde es irgendwie einfach super. Weiß gar nicht warum. Oh, was haben wir denn hier? Koordinaten, Okay, Safe, was Dinger. wohl geschrieben wurde? Codewörter, Haupttor 0512, Nord 0, irgendwas und so weiter. Wenden. Ein großer Einsatz steht bevor und Isaac will, dass wir alle restlichen Vorräte aus dem Die Stadtzentrum bergen. Serafina-Basis. Na sowas. Holt das gesamte Benzin aus dem Gerichtsparkhaus der Kuppel und bringt es zum Versteck in der Serivina-Basis. Na sowas. Okay. Das ist mein Generator. Echt? Was macht denn der hier? Wie kommt denn dein Generator hier hin? Ah, dieses komische Generator-Start-Minispiel hatten sie schon im Vorgänger. Habe ich nie so ganz verstanden, was das soll, aber es ist nett, mein Gott. Kleines Gimmick. Oh, Kabel tragen, okay. Wo tragen wir das jetzt hin? Ich weiß wirklich nicht, wo wir den Strom brauchen. Auf jeden Fall ist das wieder sehr schön gemacht. Das sind so diese beeindruckenden kleinen Kleinigkeiten in diesem Spiel, oder? Das ist schon einfach fantastisch. Das ist einfach fantastisch. Das sind so Kleinigkeiten, mit denen können Spieler immer mein Herz gewinnen. Das ist immer das. Da achten andere Entwickler gar nicht drauf. Und hier ist das so schön gemacht. Erstens physikalisch toll. Die Animation ist toll. Einfach toll. Wirklich einfach toll. Das finde ich wirklich super. Hey, Flatbrain Jackson. Ja, es ist auch überhaupt wirklich ein sehr schönes, tolles Spiel, das stimmt. So, was machen wir jetzt mit dem Kabel? Hätte ich mal besser aufgepasst, aber ehrlich gesagt, ich habe wirklich keine Ahnung. Sie hat gerade noch, ups, durch die Scheibe geglitscht. Sowas kommt vor. Gerade bei so Schlaxi-Physik, da kann schon mal was irgendwo durchglitschen. Hätte ich mal besser aufgepasst, ne? Kann ich das werfen? Ja, genau, ich kann es werfen. Vielleicht werfe ich es einfach mal da über den Zaun. Warum nicht? Oh, meine Katzen randalieren wieder. Schön. Toll. Wie kann ich denn gleich nochmal springen, klettern? Schon auf X eigentlich, oder? Ja, genau. Ja. Dann muss ich mal rausfinden, wo ich den Strom brauche. Vielleicht können wir irgendwie über den Zaun klettern. Hier wohl nicht. Oder ich muss den langen Weg zurückgehen, aber das wäre doof. Ach, sogar wenn ich hier, sogar da hat das Seil noch Physik. Das ist so gut, wirklich. Ich finde das so. Oh shit, jetzt haben wir ein Problem. Ah, okay, passt schon. Ich finde das sehr, sehr, sehr schön alles. Warte mal, hier ist ein Stecker. Okay, ich glaube, ich denke viel zu kompliziert. Komm mal her, Kabel, ich brauche dich kurz. Ich glaube, ich muss einfach nur hier einstöpseln und fertig. Vorsicht. Hi, Metatron, hi, hallo. Okay. Jetzt nicht erhängen, Ellie. Ah, okay. Und geköpft. Sesam, öffne dich.
rot drüben. Habe ich die Kopfhörer richtig auf? Warte mal kurz, das ist wirklich blöd, wenn man seine Stereo-Kopfhörer verkehrt rum auf hat und dann in Spielen... Ja, es stimmt aber. Und dann in Spielen Sachen verkehrt rum verortet. Das hatte ich mal. Irgendwie eine ganze Zeit lang und war sehr verwirrt, bevor ich gecheckt habe, was los ist. In Fallout 4 war das damals. Vor Jahren. Ich habe früher nie mit Kopfhörern gespielt. Erst durch die Let's Plays habe ich angefangen, mit Kopfhörer zu spielen. Und das war ein ziemlich frühes Let's Play. Und da war ich dann super verwirrt, weil ich echt nicht mitgedacht habe, ich Trottel. Hey, alles okay? Was war das eben? Ich habe das Tor geöffnet. Und jetzt kümmere ich mich um das. Also, wir glauben an dich. Danke. Wer ist denn wir? Die Pferde vielleicht. Sag mir Bescheid wegen der Lautstärke. Hört man die Figuren im Spiel gut? Bin ich zu laut? Sind die zu leise? Alles gut soweit. Coolio, danke fürs Feedback. Ah, hier könnte ich auch einstöpseln. Kein Saft. Kein Saft. Aber ich hätte theoretisch Saft. Die Frage ist, bleibt das Tor jetzt offen, wenn ich hier die Steckdose entsafte? Oder ist das so ein automatisches, seltsames Schließmechanismus-Tor? Nein, das bleibt besaftet. Gut, okay. Dann kann ich hier jetzt mal das Kabel wirklich über den Zaun schmeißen. Das ist schönes Rätseldesign, mag ich. War das... Das war der Stecker am Boden, oder? Es hat sich gerade so ein bisschen wie ein Klicker oder sowas angehört. Oh, diese Klicker, ey. Diese Klicker. Okay. Ich hasse Klicker so. Klicker sind die schlimmsten. The worst of us. So. Habe ich hier was? War ich hier noch nie drin? Oder habe ich hier tatsächlich einen Lappen vergessen? Ich glaube, ich war hier noch nie drin. Ich würde doch keinen Lappen vergessen. Bin ich bekloppt oder so? Glaube ich nicht. Hi, Treffy. Was ist... Ist das Spiel ohne Ellie? Nee, ich spiele Ellie hier. Ich bin Ellie. Ellie Popelli. So. Enter Passcode. Haupttor. Wartet mal. Da muss ich mal kurz in meinen Unterlagen nachschauen. Da haben wir doch tatsächlich diesen Zettel gefunden. Warte mal. Tor-Control-Codes. Main Gate 0512. Okay. 0512. Ja. Ja. Finde ich ehrlich gesagt schon wieder super, dass mir das nicht eingeblendet wird oder so. Shit. Mein Gott, das wäre beinahe schief gelaufen. Das war ziemlich laut. Finde ich super, dass ich das nicht so selbstverständlich nenne. In anderen Spielen wird dann gleich hier eingeblendet. Hier oben, guck, im Eck steht schon der Code und so. Finde ich nervig. Das finde ich viel besser. Voll Crusader, hallo und vielen Dank für die Bits. Ja. Wo ist es denn? Ja. Give him the bits. The bits. The bits. The bits. The bits. The bits. Okay, okay. Take it easy on the counter, will you? Dankeschön. Hallo. Ach so, hier bin ich hier. Na gut, okay. Hatte gerade meine üblichen Orientierungsschwierigkeiten, aber alles gut. Pferdchen ist da. Dingsy Bumsy ist da. Ich weiß nicht mehr, wie du heißt, sorry. Nix für ungut. Du bist ein neuer Charakter. Ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis. Deiner. Da stehen Codes drauf. Steht, dass es an einem Ort namens Seravina-Basis ein WLF versteckt gibt. Seravina. Suchen wir sie?
und finden hoffentlich den ersten WLF. Bringen ihn zum Reden und sehen dann weiter. Dann los. Dann los. Ich glaube, ich muss mich echt besser umsehen, oder? Ich habe voll Angst, dass ich in den ersten Gebieten schon was übersehen habe, weil ich mir immer gedacht habe, so, naja, das Spiel ist ja noch gar nicht richtig losgegangen. Und ich glaube, so war es auch ein bisschen. Aber irgendwie glaube ich schon. Ich glaube, man muss sich hier in diesen Passagen einfach echt gut umsehen. Oh shit, da. Serovina Hotel. Serovina Hotel. Das muss es sein. Das ist so ein bisschen wie im ersten Teil, oder? Dass man in der Entfernung sieht, wo man hin muss. Suchen wir einen Weg vorbei am, Fuck Fedra Tor. Sehr kreativ. Er fasst genau den Kern. Wir sehen uns das mal aus der Nähe an. Washington Liberation Force. Die haben sich aber schon irgendwie das langweiligste Symbol gesucht, das man haben kann. Aber es ist schnell an die Wand gepinselt. Fuck Fedra. In Boston hätten sie dir für so ein Graffiti die Scheiße aus dem Leib geprügelt. Oder schlimmer. Codesets sind echt verlockend. Hast du den Code? Auf diesem Zettel stehen einige. Ich glaube, ich habe den Code. Aber welches Tor ist denn das? Osten 2. Wir brauchen zuerst Strom für das Tor. Okay, wir brauchen zuerst Strom für das Tor. Alles klar. Also wieder ein Kabelsuchrätsel. Beziehungsweise vielleicht einfach nur die Stromquelle-Suchrätsel. Kabel geht hier hoch. Ah ja, gefunden! Generator! Wahrscheinlich brauche ich jetzt Benzin. Und ich habe doch gelesen, dass die irgendwo Benzin hingebracht haben, oder? Okay, dann mal los. Schauen wir mal. Ja, da geht nichts. Da geht nichts. Kein Benzin mehr. Gott verdammt. Was machen wir jetzt? Oh Mist. Der Zettel. Was? Auf dem Zettel stand, dass es im Gerichtsparkhaus und bei einer Kuppel Benzin gibt. Okay. Gerichtsparkhaus und Kuppel. So, wie sollen wir diese Orte finden? Wir reiten herum und halten Ausschau. Meinst du, Tommy war auch hier? Auf jeden Fall. Woher wollen wir das wissen? Das wissen wir nicht. Juni aufgenommen 20, abgelehnt 5, ausgewiesen 10. Juli aufgenommen. Okay, die haben anscheinend Leute aufgenommen und rausgeworfen. Und am Schluss nehmen sie keine mehr auf, aber werfen immer mehr raus. Gleich 50 auf einmal teilweise. Sergeant Ward, die fortgesetzte Unterbrechung unserer Versorgungslinie durch die WLF zusätzlich zu den Angriffen der Infizierten und den Sporenverseuchungen hat zur Folge, dass wir nach wie vor unsere wöchentlichen Nahrungsverteilungsquoten nicht erreichen können. Halten Sie die Stadttore bis auf Weiteres für Neubewerber verschlossen, um die angepasste Versorgungslage zu entlasten. Fahnden Sie verstärkt nach Kriminellen und weisen Sie sie aus. Alle Klasse 2 Verbrecher können ab jetzt aus der QZ, aus der Quarantänezone verwiesen werden. Unsere Zeit wird knapp, Lieutenant Torres. Die waren hier vielleicht, lest sich zumindest gerade so, nicht ganz so radikal wie die, die man im ersten Teil sieht. Die haben Kriminelle anscheinend nur ausgewiesen und nicht gleich erschossen. Idioten. Bring einfach jeden gegen dich auf. Klingt zumindest momentan so, aber wer weiß. Und die Washington Liberation Force sind im Grunde die Fireflies. Die Fireflies von Washington im Grunde. Wobei gut, die Fireflies waren ja anscheinend wirklich weitläufig übers ganze Land vernetzt. Bin schon gespannt, mehr über die Liberation Force zu erfahren. Deren Motive und Geschichte und so weiter. Hoppata. Hase.
Das war... Ich meine, in wirklich, und ich mache jetzt keine Witze, in The Last of Us 1 gibt es ein paar heftige Szenen, aber die Szene nach dem Zeitsprung, als Ellie mit Pfeil und Bogen diesen Hasen erschießt und man sieht in der Nahaufnahme, wie die Gesichtszüge dieses Hasen erschlaffen, ist eine der schlimmsten und eindrucksvollsten Szenen also, aus dem Spiel für mich gewesen. Wo sind wir? Kuppel! Ziemlich sicher etwa hier. Ah, cool. Dann markiere ich das mal. Das ist ja cool irgendwie. Ziemlich sicher hier. Und dann ist da der Marker. Finde ich gut. Warum bekommt das Game gerade so viel Hate? Hab den Grund nicht mitbekommen. Da gibt's keinen echten Grund. Da gibt's, glaube ich, nicht wirklich viel Gründe. Nein, es gibt leider wirklich viele Menschen, die sind einfach homophobe Volltrottel. Die haben ernsthaft ein Problem damit, dass Ellie lesbisch ist. Da muss ich mich echt fragen, ihr Last of Us Fans, habt ihr zufällig den DLC vom ersten Teil nicht gespielt oder was ist mit euch los? Also, das sind Leute, die haben wahrscheinlich mit The Last of Us nichts zu tun, die haben wahrscheinlich mit Videospielen allgemein nichts zu tun. Das sind einfach Trottel, die jetzt hier auf einen Zug aufspringen. Es gibt tatsächlich Leute, die haben auch gerechtfertigte Kritik. Das muss man schon sagen. Also die Trottel blenden wir jetzt einfach mal aus. Die gibt es leider auch. Viele Leute sind mit der Story nicht zufrieden. Wir haben ja in den letzten Folgen schon gesehen, dass Joel am Anfang stirbt. Das fanden ganz viele ganz schlimm. Die wollten irgendwie wieder unbedingt, dass Ellie und Joel das ganze Spiel lang gemeinsam Abenteuer erleben. Die wollten more of the same und sind deswegen enttäuscht. Zu wenig Fanservice für die im Spiel quasi. Ich meine, kann man... Teile ich jetzt nicht, aber das kann man scheiße finden. Mein Gott, hilft halt nichts. Und manche finden auch das Gameplay zu monoton, weil das Spiel ist doppelt so lang wie der erste Teil. Das soll über 30 Stunden dauern und dafür finden die dieses Stealth-Schleichen und Erkunden immer wieder abwechselnd zu monoton. Das werden wir erst noch sehen, ob mir das auch so geht, aber das sind halt wirklich Kritikpunkte, die sind in Ordnung. Ein Spiel deswegen quasi Review zu bomben und so einem Spiel wie The Last of Us 2 0 von 10 Punkten auf Metacritic deswegen zu geben, ist immer noch sehr dämlich. Wirklich, tut mir leid, Leute, aber wer das macht, ist wirklich sehr, sehr, ist einfach ein Arsch. Ist einfach ein Arsch. Ein unreflektierter Arsch. Muss man einfach echt so sagen, tut mir leid, aber das ist einfach so. Aber ja, es gibt gerechtfertigte Kritikpunkte. Ich meine, das ist ein super erfolgreiches Spiel, mitten im Mainstream. Ich schätze, das Militär hat ja alles weggebombt. Das spielen Millionen von Leute, ja, selbstverständlich. Manchmal hat das Militär Stadtteile zerstört, in denen die Infizierte die Oberhand hatten. Oder Rebellen. Ist das nicht übertrieben? Naja, es hat meist funktioniert. Gegen Infizierte oder Rebellen? Beides. Scheiße. Glaub mir. Du hattest Glück, nicht in der QZ aufzuwachsen. Das Gefühl habe ich allmählich auch. Was wäre wohl, wenn ich noch da wäre? Vermutlich wäre ich jetzt auch eine beschissene Soldatin. Niemals. Du würdest dir nie etwas befehlen lassen. Ja, stimmt wohl. Ich muss sagen, ich hätte gedacht, die Seattle-Quarantänezone wäre deutlich belebter. Ja, vielleicht verstecken sich alle in der Seravena. Meinst du eigentlich, wie viele WLF es sind? Tja, mindestens 8. Wenn wir Glück haben, sind das alle. Das wird schon. Aber wir sollten aufpassen. Und vorreden. Naja, das ist ein super erfolgreiches Spiel, das sich millionenmal verkauft hat. Da ist es klar, dass es nicht jedem gefällt und da ist es auch klar, dass es wirklich auch für viele Leute eben gerechtfertigte Kritik gibt. Wie gesagt, ich habe nur leider das Gefühl, dass die Kritik einfach untergeht wegen homophoben Trotteln. Ist einfach leider so. Deswegen kann man das auch nicht so ganz ernst nehmen teilweise. Mann, komm schon, der war doch gut. Soll ich mal schauen, ob in dem Lastwagen was zu plündern ist? Ich könnte es mir nämlich vorstellen. Wow. Skelette. Dieser Kerl war ein Offizier. Unterwegs in einem Truck mit Rationen?
Vielleicht wollte er sich verstecken? Ohne Erfolg. Ja, sieht ganz so aus. Genau, die Brutalität wird auch kritisiert. Das stimmt, das ist auch so ein Punkt. So. Oh Mann. Genau, aber wirklich, ganz ehrlich, ich muss das echt so sagen, so hart. Wenn man The Last of Us 2 oder irgendeinem Spiel, weil man findet, dass das Gameplay auf Dauer ein bisschen monoton ist, auf einer Review-Seite 0 von 10 möglichen Punkten gibt, dann ist es nicht in Ordnung. Das ist nicht okay. Das kann man echt nicht machen. Ich finde, also wirklich, das ist einfach nur Haten. Einfach nur sinnloses Haten. Das ist nicht gerechtfertigt. Das ist bescheuert. Es ist alles vorbereitet. Wir werden warten. Wenn wir den Konvoi abgefangen und die Fedra-Offiziere gefangen genommen haben, kannst du deinen Posten verlassen und dich uns anschließen. Ich weiß, dass du viele Risiken auf dich genommen hast und in ständiger Angst gelebt hast, entdeckt zu werden. Wir wissen deine Loyalität gegenüber unserer Sache sehr zu schätzen. Isaac. Okay. Teile. Mehr Teile. Knochen. Guck, wenn wir jetzt zum Beispiel Pfeil und Bogen hätten, könnten wir Pfeile aus den Knochen schnitzen und dann könnten wir noch mehr looten. Vielleicht ein bisschen makaber. Kann schon sein. Aber effektiv. Warum nicht? Ja, ich rede jetzt vor allem von Metacritic. Auf Metacritic wurde das Spiel halt wieder wirklich Review gebombt und da gibt's halt wirklich leider einschlägige Communities, die sich da organisieren, um Spiele einfach Review zu bomben, weil sie ihrem Weltbild nicht entsprechen. Und da wird sich dann sehr oft auch irgendwelche... Zeichne es auf der Karte ein. Da wird sich dann sehr oft auf irgendwelche fadenscheinigen Gründe berufen, weil man nicht sagen will, ich bin ein homophober Trottel. Das ist halt leider ein Problem, das weiß man aber. Aber das verfälscht halt quasi so ein bisschen das Bild und dann kann man halt wegen solchen Idioten ernste Kritik auch nicht mehr ernst nehmen. Und das ist eben wirklich ein Problem. Die wollen dem Spiel schädigen aber wirklich einen anständigen Diskurs über ein Spiel. Eher. Das ist halt wirklich problematisch und ziemlich doof. Aber ich will da auch eben nicht alle in einen Topf werfen. Aber es ist halt eben schwierig, da noch zu differenzieren. Deswegen. Aber da will ich mich gar nicht... Ich will da auch gar nicht mehr drüber reden jetzt. Ich mache mir jetzt einfach... Machen wir jetzt einfach unser eigenes Bild. Und dann können wir selber drüber reden, wie wir das gefunden haben alles. Na, Ellie... Kannst du hier nicht aufstehen? Doch, okay. Das war komisch. Mädel. Gibt 0 von 10 Punkte für den komischen Glitch. Oh, puh. Ich wäre gerade wirklich fast gestorben, glaube ich. Ein eigenes Bild ist immer gut. Das auf jeden Fall, ja. Vor allem diese ganzen negativen Reviews auf Metacritic, muss ich noch dazu sagen, die kamen zum Großteil schon vor dem Release des Spiels. Weil es gab einen Leak über die Story. Und das war der Auslöser. Einem Spiel 0 von 10 Punkten geben, weil ein Leak für die Story einem nicht passt. Ja, das ist das Niveau, auf dem da diskutiert wurde, leider. Colin, ich habe schon wieder das Gerücht gehört, dass die Westlake Bank noch nie durchsucht wurde. Okay, wenn das stimmt, könnte es da jede Menge Vorräte aus der Zeit vor dem Ausbruch geben. Wahrscheinlich hauptsächlich, vielleicht hat die deswegen niemand durchsucht, weil da gibt es wahrscheinlich nur Geld und vielleicht Nüsschen. Wenn man Glück hat, Nüsschen. Ansonsten Geld, das man halt jetzt verheizen kann irgendwie in der neuen Welt hier. Wir sollten uns das ansehen. Wenn da drin genug Waffen sind, kenne ich ein paar Jungs, die uns dafür sicher aus dem Scheißloch rausbringen. Na komm schon. Ich habe nicht genug Mumm, um da allein reinzugehen. Ist das ein Hinweis für uns als Spieler? Können wir jetzt die Wank Bank suchen und da vielleicht Waffen finden? Oder vielleicht auch einfach nur Monster und nutzloses Zeug? Wir wissen es nicht, es sind nur Gerüchte. Mann, schau mal hier. Eine Axt, ein bisschen rostig. Aber cool.
Nahkampfwaffe. Jetzt könnte ich mich hier wahrscheinlich abseilen mit dem Schlauch, oder? Lass dich mit dem Seil in der Hand vom Vorsprung, ganz genau. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich versuche das jetzt mal. Ellie? Ja? Ich glaube schon. Ist das überhaupt notwendig? Könnte ich da nicht auch einfach hinreiten? Sind wir da nicht sogar vorbeigeritten? Verstehe das nicht. Okay, warte. Schwingen. Cool. Kann ich auch... Ja! Ich hätte ja, wenn ich sie wäre, unten in den Schlauch einen Knoten gemacht, damit man so eine kleine Stelle hat, an der man jetzt hier stehen kann. Aber das Schwingen macht Spaß. Ein bisschen langsam. Okay. Hoia! Geschafft! Sehr schön. Bin unterwegs. Ich habe ehrlich gesagt vor der Gewaltdarstellung ein bisschen Angst. Ich fand das bis jetzt noch nicht schlimm, ehrlich gesagt. Bis jetzt war das keine Gewaltdarstellung, die mich irgendwie getriggert hätte. Aber es gibt so Szenen von realer Gewalt zu realer Gewalt, die mir dann schon auch nahe gehen können. Das will ich mir gar nicht ansehen und ich hoffe stark, dass wir das hier nicht finden werden in diesem Spiel. Das finde ich nicht gut. Es gab als eine der ersten Szenen aus dem Spiel ja einen Kuss der Mädels. Daraus resultierte schon schlechte Bewertungen von Leuten. Ja, die mit ihrer eigenen latenten Homosexualität nicht zurechtkommen, wahrscheinlich. Ich glaube zum Teil wirklich. Ich meine, das weiß man ja auch, dass das tatsächlich ein psychologischer Prozess ist. So von wegen, ich lebe hier seit 20 Jahren ein rechtschaffendes Leben und verdränge meine homosexuellen Gelüste und die leben die einfach aus. Und das ist schon... schade für die Menschen selbst und für alle anderen, die dann damit leben müssen, mit denen. Aber ja, genau, gibt's halt leider. Und genau eben, da gab's leider wirklich. Aber wie gesagt, ich will da gar nicht mehr drüber reden jetzt, weil ich muss mich da so ärgern drüber. Ich steigere mich da immer so rein, dass ich will mich jetzt hier auf das Spiel konzentrieren, weil das ist wirklich cool, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann. Und... will mich nicht ärgern über andere Leute und deren teilweise sehr komische Meinungen. Ich will jetzt in Ruhe looten und vielleicht ab und zu mal einen Klicker kaputt hauen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das erinnert auch ein bisschen an Horizon hier. Hau die Scheibe ein. Das ist doch der Nahkampf. Nee, das ist der Nahkampfknopf. Okay, mein Fehler. Hallo, Arista. Wie geht's? Und Fichtenholz. Hallo. Was das Spiel nicht will, geht einfach nicht. Wie bei Batman. Wenn er 10 Meter weit, aber keine 50 Zentimeter hoch springen kann. Ja, es ist eh ganz klar. Das sind dann plötzlich seltsame, unsichtbare Wände und so weiter. Wenn er den Sprung schaffen, ich verstehe schon. Das ist ja grundsätzlich so ein Videospiel-Ding bei so semi-offenen Welten und offenen Welten. Wenn man den Sprung schaffen soll, springt der Charakter plötzlich irgendwie Meter weit. Aber wenn er den Sprung nicht schaffen soll, dann ist da plötzlich eine unsichtbare Wand oder so. Oder er macht nur so... und fällt sofort runter. Das kennt man ja. Ich verstehe immer noch nicht diese Medizin. Warum lerne ich neue Rezepte, wenn ich diese Kapsel nehme? Ich verstehe diese Mechanik nicht ganz, was sie sich da gedacht haben. Das ist irgendwie bizarr. Dr. Uckmann. Brains 100. Bros 60. The New Dogs.
Ist das eine Anspielung? Weil, ah, jetzt verstehe ich diese Superheldenkarten, glaube ich. Ich dachte ja noch am Anfang, ich habe doch noch gesagt, von wegen diese Superheldenkarten. Hallo, Premutos, hi. Diese Superheldenkarten sind wahrscheinlich Anspielungen auf Geschehnisse, die in dem Spiel passieren werden oder sowas in der Art. Aber jetzt glaube ich, dass das einfach nur die Entwickler vom Spiel sind, die sich da selber verewigt haben als Superheldenkarten. Jetzt macht das alles Sinn. Wahrscheinlich geht es darum, dass es eher so ein Easter Egg, wo sich die Entwickler selbst als Superheldenkarten eingebaut haben, so ein bisschen. Okay, Dr. Uckmann war früher ein angesehener Forscher, doch seine fragwürdigen... Also, weil ich glaube, dass Dr. Uckmann eine Anspielung an den Chefdesigner ist von dem Spiel und die New Dogs und das Entwicklungsspiel heißt Naughty Dogs und... Naja, okay. Dr. Uckmann war früher ein angesehener Forscher, doch seine fragwürdigen, menschliche, grenzenüberschreitende Experimente führten zu einem Ausschluss aus der Welt der Wissenschaftler. Selbst der moralisch alles andere als einwandfreie Laurent Foucault von Spark Laboratories fand seine Arbeit fragwürdig. Davon unbeeindruckt setzte Uckmann seine Arbeit im Geheimen fort und erschuf eine Super-KI, die seinem Willen gehorchte und seine Forschung schützte. Während er und die New Dogs das Ganze mit Hightech-Raubzügen finanzierten. Uckmann zieht mit seinem Labor ständig um, sodass niemand ihn aufspüren kann. Und sehnt sich nach dem Tag, an dem seine Versuchsobjekte als gleichwertig angesehen werden. Na dann.